lieben Kreativfreunde, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Jutta Hartmann, Stamping-Up-Demonstratorin, komme vom schönen Niederrhein aus der Apfelstadt Tönesforst, das liegt bei Kempen, Viersen, Willig, Krefeld, Mönchengladbach, Düsseldorf ist auch noch ungefähr etwas in der Nähe, drücken wir es mal so aus, aber auch ganz gut zu erreichen. Und ja, ich freue mich, dass so viele hier meine Videos anschauen. Das bestätigt mich, weiterzumachen auf jeden Fall. Ich möchte ja gerne die 1000 Follower knacken sozusagen, damit ich hier auch mal live gehen kann auf YouTube. Das mache ich ja bisher immer nur auf Instagram, freitags 20 Uhr und mittwochs morgens im Wechsel mit meiner lieben Kollegin Steffi von Steffis Karthaus um 10.30 Uhr. Alles wird auf Instagram gespeichert, soweit Instagram uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Und ja, ich würde hier so liebens gerne auch live gehen mit euch. Und dafür fehlen mir noch ein paar Follower. Deswegen abonniere meinen Kanal. Und wenn dir meine Videos gefallen, einen Daumen hoch. Damit unterstützt du meine Arbeit. Und ja, die Reichweite wird dadurch erweitert. Und alle Kreativfreunde können mich noch entdecken. Also, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. So, das heutige Thema des Videos ist nicht meine Tasse hier, aber die hat mich darauf gebracht, dass hier noch was fehlt. Und zwar steht hier drauf, kreativ sein ist mein Hobby, mein Beruf und mein Leben. Und das ist die Tasse, die mein Sohn mir zu Weihnachten geschenkt hat. Und ich saß heute Morgen da und habe meinen Kaffee getrunken und dann fiel es mir von den Augen. Ich dachte, Mensch, du hast noch gar kein Video gemacht zur Celebration, zum Mini-Katalog und tadadada, zu dieser tollen Stanzmaschine. Das ist mir irgendwie im Laufe der Wochen entgangen, ein Informationsvideo mal hier zu machen. Und deswegen jetzt aber. Also, wenn du noch nicht den Mini-Katalog hast, ja, und noch keine Demo an deiner Seite, hier bin ich. Du darfst mich gerne anschreiben unter meiner Homepage zum Beispiel, Jutta's Craft and Learn Room. Da habe ich extra einen Link für Katalog anfordern oder du kannst dir die auch da schon online anschauen. Also ich habe auch ein Archiv, wenn du gerne ältere Kataloge gerne sehen möchtest. Das geht bis 2019. Also jeder Weg führt nach Rom bzw. Stamping Up. Und das ist hier die Celebration. Um die geht es nämlich heute in diesem Video. Ich möchte euch heute einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wie es dazu kam. Erstens, dass ich Demonstratorin geworden bin und was das mit unserem tollen Angebot hier zu tun hat. Also ich bin 2019 eingestiegen als Demo direkt. Ich habe direkt die berufliche Variante genommen, habe aber Stamping Up vorher so ein gutes halbes Jahr schon als Kunden kennengelernt. Das fing alles in den Sommerferien an. Ich habe drei Kinder, die auch sehr kreativ sind. Und ja, meine Freundinnen zuvor haben Explosionsboxen gebastelt und ich habe mir das Ganze mal angeschaut bei einem Treffen und habe dann gefragt, ja, wie kommt ihr an die Maße, woher will das Material und so? Und dann haben die mir gesagt, ja, dann schau mal bei der Irene vorbei. Ich schicke dir mal den Link. Die hat eine Explosionsbox gebastelt. Gesagt, getan. Und dann dachte ich mir, die Box ist spitze, wäre gut was für die Kinder. Und ich möchte gerne das Material haben. Das ist so mega schön gewesen. Und die Stempelabdrücke, die Motive und alles aufeinander passend, das war das Eldorado für mich, weil ich da immer sehr viel Wert drauf gelegt habe, dass
ja, die Sachen zueinander passen farblich. Und das ist natürlich was ganz Schwieriges. Ich habe Kommunion, Taufen hinter mir mit den Kindern und ich bin immer ins Bastelgeschäft gegangen und habe dann immer verzweifelt gesucht, okay, das Schleifenband, das passt nicht zum Farbkarton und ach, das war immer eine Odyssee, also ich kann euch sagen. Ne? Und hier habe ich alles im Katalog gehabt, also das war das Eldorado. In den Sommerferien haben wir dann fleißig, wir hatten Urlaub auf den Bauernhof gebucht und wenn das Wetter schlecht war, konnten wir uns da ziemlich gut ausbreiten mit unseren Bastelsachen und dann habe ich mit denen Explosionsboxen, ich weiß gar nicht wie viele, gebastelt. Die wollten immer mehr und mehr und ich konnte die gar nicht mehr stoppen. Und das war so eine schöne Beschäftigung, vor allen Dingen, man merkte die Zeit nicht, man entspannte, die Gedanken, die waren einfach frei von Sorgen und ach, vom Kochen und allem. Man war einfach weggetreten, man war nur bei der Explosionsbox, beim Dekorieren, beim Überlegen, wo kommt was hin. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Für die, die jetzt basteln, kennen das natürlich, dieses Gefühl. Ja, und das war so positiv und ja, und dann habe ich eben halt den neuen Herbstkatalog dann bekommen. Ich habe mir eine Demo in meiner Nähe gesucht, weil ich natürlich die Stanzmaschine sehen wollte. Ich wollte den Papierschneider sehen. So einen hatte ich nicht. Ich wollte so viele Dinge sehen und dachte mir, wo gibt es die? Und dann habe ich gesehen, dass man einen Demonstrator suchen muss. Und dann habe ich natürlich jemanden gesucht, der bei mir in der Nähe war. Und das war damals die liebe Steffi. Und die hat mir dann die Stanzmaschine und das alles bei sich zu Hause gezeigt, so das, was sie da hatte. Und dann habe ich auch mal Workshop bei ihr mitgemacht. Und dann habe ich dann so gehört, man kann einsteigen bei einem Gespräch von Demonstratoren auf dem Workshop. Und da habe ich nachgehakt. Ich sagte, einsteigen? Was ist das? Weil ich gehört habe, Prozente, preiswerter. Das hört sich sehr gut an. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir natürlich auch Videos von der Alexandra Grape zum Beispiel angeschaut. Und ich träume noch immer von einer Craft Kitchen hier. Also ich hoffe auch, dass ich die irgendwann mal bekomme. Und ja, dann habe ich gedacht, mein Arbeitszimmer muss renoviert werden. Das sah nicht mehr schön aus. Also auf jeden Fall musste gestrichen werden. Dann habe ich gedacht, alle Möbel in die Mitte rein, mal rundherum streichen. Das war's. Nur leider waren meine Möbel auch ziemlich alt. Die Billigregale sind zack, 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 in sich hineingefallen, weil da meine ganzen Wörterbücher und also die wiegen ja alles. Die haben die Regale dann so gebogen. Ja, und dann war Sperrmüll und dann haben wir das alles drauf. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, so, dann richte dir mal dein Arbeitszimmer ein. Und dann dachte ich mir, was nehme ich? Die Farben waren klar, gestrichen wurde es auch. Und dann habe ich auch gefühlte 20 Jahre entrümpelt an Wolle, Stoff, alles Mögliche. Ja, und dann bin ich bestimmt auch 7-mal bei IKEA dann gewesen, beim Schweden, und habe dann immer mit einer neuen Variante nach Hause. Und letztendlich habe ich dann auch was gefunden, womit ich glücklich bin. Und ich habe so einen schönen Craft Room hier. Der ist sehr klein, aber und er ist auch ziemlich angefüllt im Laufe der Zeit. So wie das ist, ne? Jäger und Sammler, ne? Man muss dann auch irgendwann mal wieder, also ich habe da eine ganze Kiste ausrangiert mit Stempelsets, die alt sind und von denen ich mich trennen kann. Die muss ich noch bei eBay reinsetzen. Ja, das ist der Plan nach der Celebration. Ja, also jetzt habe ich ganz viel erzählt. So kam ich jetzt zu Stamping Up, ne? Und wie ich das gehört habe bei dem Workshop, einsteigen, sparen, da habe ich gedacht, das ist deine Chance, frag mal nach. Das habe ich dann auch gemacht und dann musste ich leider dann noch etwas warten zur Celebration, weil ich ja diese tolle Basteltasche haben wollte. Das heißt, wenn man einsteigt während der Celebration, bekommt man immer einen Zusatz. Und das war bei mir diese tolle Basteltasche, weil ich wollte ja auch Stempelpartys machen. Ich wollte Workshops geben. Und dafür brauchte ich eine Tasche und dann passte das hervorragend. Dann habe ich noch fein geduldig gewartet, immer den Weihnachtskatalog durchgeblättert und dachte mir, oh, das ist so schön, das will ich auch haben. Aber es kam ja schon der neue Mini-Katalog und ja,
dann fing das Eldorado an, sozusagen das Paradies, das Stempelparadies bei mir hier heute. Ne? Und dann habe ich losgelegt. Ich habe dann Stempelpartys gegeben, Workshops, habe ganz, ganz viele nette Kunden kennengelernt, habe ein Team gegründet mit meinen besten Freundinnen am Anfang und mittlerweile sind wir bei 20 angelangt. Also das ist wirklich, ja, es ist eine Bereicherung. Jetzt am Sonntag waren wir in Krefeld im Edeka. Hallo ihr Lieben, viele Grüße von der Ladies Night hier in Krefeld im Edeka Markt. Irkens sind wir und begleiten tut mich heute die liebe Nicole. Hallo zusammen. Und wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wir haben aber einen, ich finde, super schönen Stand. Und ne, also haben wir super gut aufgebaut. Und ja, hier kann man basteln gleich. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal unseren Stand. Schaut mal, das ist unser Stand hier. Wir haben hier eine Tombola, da kann man raten, wie viele Bonbons da drin sind. Und dann kann man auch was gewinnen bei uns. Dann haben wir hier die Produkte aufgebaut. Schaut mal hier den Ständer für unsere Blushing-Pinsel. Mal weiter. Die Herzenspost, die kennt ihr ja schon. Die musste natürlich auch mit. Beispiele, Celebration-Produkte und dann geht es weiter. Ich gehe mal ein Stück zurück. Da sitzt die liebe Nicole. Dann gehen wir mal so. Ich könnte mal von hier aus sehen. Da kann man sich nämlich gleich hinsetzen und kreativ sein. Und ja, wir freuen uns auf das, was da kommen wird. Ist doch mal die Nicole. Sagen wir doch mal so. Da war eine Ladies' Time und da waren so viele liebe, nette, kreative Menschen, also Frauen, also wirklich genial. Also sowas, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und wenn da einer jetzt von zuschaut, die Verlosung kommt noch. Ich hatte da ein Glas mit Pralinen gefüllt und dann musste man raten, wie viel da drin sind. Und da gibt es auch noch eine Verlosung zu. Das kommt aber noch. Ich kontaktiere euch. Ja, also mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß. So, und jetzt wollte ich euch heute eigentlich, jetzt habe ich schon 11 Minuten über mich geredet. Oh Gott, also wer mich kennt, weiß, ich erzähle sehr viel und sehr gerne. Und ja, ihr könnt ja vorscrollen, wenn euch das zu viel ist und ihr eigentlich nur das Angebot hören wollt. Ne? So, also, wir kommen zur Celebration und da ist es so, dass ich mal auf dem Schreibtisch mal runterschalte. Also, bis gleich. So, da hätten wir jetzt nochmal die beiden, also den Katalog und den Celebration Flyer. Wir fangen mit dem Celebration Flyer an. Also die Celebration ist in diesem Jahr nur einmal, und zwar von Januar bis Februar. Ja, also das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Und ich sage immer, das ist die schönste Zeit im Stempeljahr, die Celebration, weil es da immer für die Kunden und auch für uns Demonstratoren Gratisgeschenke geben. Und zwar schauen wir uns das mal an. Das Set volle Möhre. Ja, das ist 60 Euro. Das heißt, pro 60 Euro Bestellwert könnt ihr euch dann hier zum Beispiel dieses schöne Stempelset aussuchen. Oder hier unsere Eule. Ja, Eulenpost, ne? Das könnt ihr euch auch aussuchen. Ja, pro 60 Euro Bestellwert. Und so geht das hier, Standsmaschine etwas beiseite, den ganzen Flyer durch. Ne? Hier haben wir mal Designerpapier und zu dem Designerpapier steht dann auch immer noch eine Info dazu, nämlich passend zum Produktpaket Filigran Floral. Dann haben wir hier wieder Designerpapier, dann wieder ein Stempelset bei 60 Euro, dann
Oh, das finde ich so schön mit den Rosen. Das ist so toll. Auch 60 Euro. Auch dazu gibt es passend ein Produktpaket Blumenduft. Das habe ich euch ja schon vorgestellt. Dann haben wir hier In the Country 60 Euro. Und hier ist jetzt die erste Prämie für 120 Euro. Ganz klar, weil wir hier sehr viele Stempel drin haben. Das stelle ich auch noch vor. Und dann haben wir hier wieder Designerpapier, 120 Euro Bestellwert. Ja, da sind eben halt auch 48 Blatt drin. Was haben wir denn noch? Genau, hier kommt das Gratis-Set. Das bekommt ihr ab einem Bestellwert von 375 Euro gratis. Ja, das ist zum Beispiel, wenn man eine Party ausrichten möchte. Ja, man kann bei mir eine Stempelparty buchen. Das kann einmal, ich hole euch mal was näher ran, gucken. So. Das kann einmal sein live, ja, wenn ihr hier bei mir in der Nähe wohnt. Oder wir können auch eine WhatsApp-Party machen. Das ist wirklich so, wie ihr möchtet, ja. Ihr sammelt dann eure Freunde sozusagen ein, ladet die dann zum Beispiel über WhatsApp dann in die Gruppe ein. Oder wenn ich zu euch hinkomme, besprechen wir eben halt vorher, welcher Tag, welche Uhrzeit und so weiter. Also ihr sammelt die quasi. Überredet, auch wenn jemand nicht kreativ ist. Das sind mir immer die liebsten Gäste, weil die zeigen nämlich genau, also ich erfahre das immer wieder, dass wenn man nicht kreativ ist, aber mit den Produkten von Stamping Up immer trotzdem was Schönes kreieren kann. Und das finde ich immer so toll zu sehen. Ja, also, wenn ihr dann eine Party ausrichtet und es dann auch die Freundinnen dann auch bestellen und ihr dann über 375 Euro bekommt, dann hat die Gastgeberin schon mal dieses Stempelset. Ja, das bekommt sie dann gratis noch. So, dann geht es hier weiter. Wir kommen zum Thema Einsteigen. Einsteigen bedeutet, Demo zu werden, Demonstratorin zu werden. Ja, also unabhängige Demonstratorin. Und es gibt zwei Richtungen. Entweder weiß man schon so wie ich damals, ich möchte das auf jeden Fall gewerblich machen. Ich möchte mein Hobby damit zum Beispiel finanzieren. Oder es gibt auch sogenannte Hobby-Demos, die dann sich selbst eindecken, um preiswerter an die Produkte zu kommen. Ja, so, und da gibt es jetzt hier als erstmal als Angebot drei Optionen. Wir haben die Option 1, das ist so, dass ihr insgesamt 160 Euro bezahlt und dürft euch Waren im Wert von 230 Euro aus dem Jahreskatalog, aus dem Mini-Katalog, aus dem Online-Shop aussuchen dürft. Und zwar ihr selber dürft das, was ihr gerne möchtet, euch aussuchen für 230 Euro. Und dann kommt nämlich diese schöne kleine Mini-Stanzmaschine mit ins Gepäck sozusagen. Die bekommt ihr dann on top oben drauf. Ja, die kommt dazu. Das ist das erste Angebot, wenn man einsteigt. Das zweite ist genauso, nur die Mini-Stanzmaschine ist dann in Weiß. Die haben wir ja auch schon so im Sortiment. Und unsere in Boho Blau ist ja jetzt ganz neu. Und die gibt es auch nur während des Einsteigens in Boho Blau. Das ist das Einzige. So, also das ist der Unterschied, ne? Einmal Blau, Boho Blau und einmal Weiß. Und dann haben wir die Option 3. Und das ist ein Angebot für diejenigen unter euch, die sagen, ich brauche keine Mini-Stanzmaschine, obwohl ich ja immer sage, man braucht zwei Stanzmaschinen, eine große und eine Mini. Aber da hat ja jeder seine eigene Vorstellung von. Also wenn du sagst, ich brauche keine oder du vielleicht schon eine hast, dann ist das Angebot Nummer 3 eigentlich sehr interessant, weil da bezahlst du nur 129 Euro und darfst dir Waren im Wert von 230 aussuchen. Ja, also das ist
so umgerechnet ein Mehrwert nochmal von 101 Euro zu dem normalen Angebot, was wir immer haben. Also einsteigen kann man immer. Da ist es immer so bisher gewesen, 129 Euro zahlst du und darfst dir Waren im Wert von 175 Euro aussuchen. Und während der Celebration gibt es eben halt immer diesen tollen Mehrwert. Und dieses Mal ist der Mehrwert einfach genial. Also so viel habe ich bisher auch noch nie gesehen, was man dazu bekommt. Und dann noch die Mini-Stanzmaschine. Also wirklich super. Ja, also das ist das Boho Blau, lese ich auch nochmal gerade hier. Eine limitierte Edition, also limitierte Ausgabe ist diese. Und die ist so schön. Gut, dann wären wir da jetzt soweit durch. So durch den Flyer quasi. Was kann ich euch noch zum Demo-Sein sagen? Also, es denken natürlich wahrscheinlich auch viele und ich weiß das auch bei meinen Kunden, denen ich das Angebot offeriert habe. Ja, also, wo ist denn der Haken? Das kann doch nicht sein, dass man sich so viele Sachen aussuchen darf und da muss es doch einen Haken geben. Nein, gibt es nicht. Das Einzige, was du selber beachten musst, ist erstens, wenn du für dich bestellst, machst du das selber und nicht mehr deine Demo. Zweitens, du hast die Möglichkeit, bei mir ist das so, in mein Team Herzapfel reinzukommen. Ja, also ich biete meinem Team immer monatlich ein Teamtreffen, wo wir basteln, einmal live vor Ort. Und da suche ich mir auch schon mal also unterschiedliche Locations aus. Mal ist es bei mir zu Hause, mal sind wir auswärts. Also im Herbst waren wir zum Beispiel bei der lieben Nicole auf dem Kürbishof und haben Kürbisse geschnitzt und anschließend eine Karte gebastelt. Also da überlege ich mir immer mal ein paar schöne Sachen mit. Und es gibt auch ein Zoom-Meeting einmal im Monat für die, die weiter weg wohnen und nicht jedes Mal mit beim Live dabei sein können. Die dürfen dann mit ins Zoom kommen oder eben halt die Team, also es ist für alle eigentlich offen. Ne? Es kann ja auch schon mal sein, dass der ein oder andere beim Live-Treffen nicht kann. Dann hat er die Möglichkeit, zumindest auch nochmal ins Zoom reinzukommen. Ja, also das ist so, das entscheidet auch immer jede Demo für sich. Also ich biete so viel wie möglich an. Und wenn du sagst, nee, also bloß keine Treffen, ich will für mich in meinem Arbeitszimmer ganz alleine basteln, ich möchte das alles überhaupt nicht, kein Kontakt, nichts, dann ist das vollkommen in Ordnung. Auch du bist herzlich bei mir willkommen. Ja, also ich sage immer, jeder so, wie er gerne möchte. Ich kann nur anbieten und ihr entscheidet, was ihr annimmt. So, das zum Thema Teamtreffen. Das heißt, ihr steigt dann in mein Team ein, wenn ihr euch für mich entscheidet. Dann wäre der nächste Punkt eben zum Finanziellen her. Also, dein Einsteigerpaket hast du dir dann ausgesucht. So, und dann kannst du selber deine Bestellungen in Zukunft aufgeben. Und wenn du mit dabei bleiben möchtest, das heißt, längere Zeit Demonstratorin sein möchtest, ja, dann musst du einen Quartalsumsatz von 300 CSV, so ist die Währung, umgerechnet sind das ungefähr 365,25 Euro, so war es beim letzten Mal. Und die müsst ihr im Quartal erreichen. Und ich sage immer, ich höre das dann schon mal, das ist schon ganz schön viel. Und dann denke ich dann immer, ja, wofür bezahlt man denn monatlich auch? Für Zeitungsabos, für Fitnessstudios, ja, also da habt ihr ja auch einen monatlichen Beitrag und so müsstet ihr das quasi hier auch sehen und ihr bekommt einen Wert, ja, ihr bekommt ja eure Ware, eure Stempelsets, euer Designerpapier und das Allerschönste ist, und das finde ich total gut, ist, ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr aussteigt, das heißt,
wann ihr sagt, so, jetzt habe ich wirklich zu viel und ich habe genug und dann sagst du selber, okay, dann steige ich aus. Und wenn dir das fehlt oder wenn du siehst eben halt, oh, da ist aber wieder eine ganz tolle Produktreihe, die könnte ich aber noch, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Ja, also das ist wirklich, ja, da gibt es keinen Haken mit, ne? Und ja, und ich bin so froh, dass bei mir sich auch schon so viele getraut haben und mir vor allen Dingen vertraut haben in dem Punkt. Und bisher waren alle glücklich. Und ja, also ich freue mich. Ich freue mich und das Team freut sich besonders auch, wenn wir noch neue Teammitglieder gewinnen können. Das ist immer eine schöne Bereicherung. Das ist immer in dem Team ein netter Austausch untereinander. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn du die Chance ergreifst und das machst. Ja, jetzt habe ich ganz lange über die Celebration gesprochen und das auch mal so ein bisschen erklärt auch. Und wenn du jetzt noch Fragen haben solltest, dann schreib mich an. Wir können auch telefonieren. Alle Türen stehen dir offen. Ja, ich werde auch hier in der Beschreibung unten den Link reinsetzen, wo man direkt einsteigen kann. Wir können das auch gemeinsam machen hier in meinem Craft Room, wie du möchtest, du entscheidest mit. Und ja, ich würde mich freuen. Noch eine kurze Sache. Unser Mini-Katalog ist von Januar bis April gültig, ja, dass ihr daran denkt. Und wo ihr bitte auch noch dran denkt, hier sind einige Produkte, die noch unsere Incolor-Farben haben, wie zum Beispiel hier. Ja, da haben wir nämlich Celadon, ja, Friesen Lila. Das sind zum Beispiel zwei Incolor-Farben, die das Sortiment verlassen. Und wenn du dich jetzt hierfür entschlossen hast und das Designerpapier, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich jetzt schon einzudecken damit, weil es kommt ganz schnell die Zeit, wo die Sachen ausverkauft sind. Gerade so das Celadon, das ist ja ein wunderbarer Grünton, der ist garantiert schnell vergriffen. Ja, so nochmal als kleiner Tipp. So, und dann könnt ihr euch freuen. Es gibt natürlich auch ein Kreativvideo im Anschluss, was ich jetzt gleich noch drehen werde. Okay, bis dahin. Tschüss.